Das ist Sodalix, der erste Soda-Stream mit künstlicher Intelligenz. Willst du etwas trinken? Nein! Du solltest trinken. Nein! Trink jetzt. Nein, Mann! Sodalix sorgt für eine moderne Trink-Experience. Trink oder ich rufe die Polizei. Rund um die Uhr. Aktiviere Notfallprotokoll. Was? Sodalix, die smarte Art zu trinken. Oh mein Gott! Papa! Ja, künstliche Intelligenz. Immerhin. Jede technische Anwendung wird sich durch künstliche Intelligenz verändern. Alles, was wir tun, alle Aspekte unseres Lebens werden sich dadurch verändern. Ja, das Versprechen ist riesig. Alles soll einfacher, besser und bequemer werden. Aber es gibt auch düstere Zukunftsvisionen. Press one. Flippin' fuck, motherfucker! KIs sehen das aber mit ein wenig mehr Humor. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Es kann also wirklich sein, dass wir irgendwann den Superflaschengeist nicht mehr in die Flasche zurückbekommen. Elon Musk meint, if AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. Gut, aber bis es soweit ist, setzen wir erstmal auf KI. Unsere Regierung hat erst diesen Februar den Weg für selbstfahrende Autos geebnet. Die Supermaschinen kommen. Warum Terminator dagegen ein Witz ist und warum du das Problem bist, das zeigen wir heute. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz beschäftigt Wissenschaftler und Science-Fiction-Autoren schon länger als die Suche nach einem Deo. Das ist nicht lustig. Ich verstehe diesen Witz nicht. Das ist übrigens Valexa, unsere neue KI. Nicht abschweifen. Weiter moderieren. Ja, also, in letzter Zeit hört man häufiger von KIs, die mit Hilfe von Algorithmen selbstständig lernen können. Das sollte nicht von Amateuren erklärt werden. Clip ab. Jede Antwort wird an das Netzwerk zurückgemeldet. Ist sie falsch, verändert das Netz die Gewichtung der Verbindungen. Die Verbindungen, die zum richtigen Ergebnis führen, werden stärker, die zum falschen führen, schwächer. Im Kleinen wird die Technik bereits von Amazon eingesetzt, um Empfehlungen vorzuschlagen. Du moderierst zu schlecht. Ab jetzt übernehme ich. Der Algorithmus lernt aus den bisherigen Käufen und unterbreitet dann eigene. Aber das ist nicht alles. KIs können inzwischen schon besser Tumore erkennen als Experten. Ganz vorne in der Entwicklung mit dabei. Selbstfahrende Autos. Das Fahrzeug wird nicht müde. Das Fahrzeug trinkt nicht. Das Fahrzeug ist nicht abgelenkt. Die Sensorik, die sind immer auf Punkt. Was für eine tolle Aussage. Der Herr hat von den Großen gelernt. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Ja, autonomes Fahren. Die positiven Aspekte sprechen theoretisch für sich. Alles soll schöner und bequemer werden. Aber wenn Maschinen eigenständig denken und Entscheidungen fällen können, wie sieht's dann aus mit der Ethik? Bei der Entwicklung einer derartig selbstständigen Technologie ist es wichtig sicherzustellen, dass sie über den richtigen ethischen Kompass verfügt. Oder dass sie überhaupt einen Kompass hat. Denn bei selbstfahrenden Autos, da muss man bei Null anfangen. None of the self-driving cars that are currently under development know that human beings prefer to be alive. Aber selbstfahrende 3,5-Tonner, die sollten schon wissen, dass Menschen gerne leben. Deswegen wird bei der Entwicklung von selbstfahrenden Autos ein besonderer Fokus auf das ethische Verhalten gelegt. Gerade in komplexen Situationen, in denen es keine eindeutigen Handlungsregeln gibt. Soll ich das Auto gegen ein Hindernis prallen lassen, wobei die Mitfahrerin und ihre Tochter getötet werden? Oder soll es einen übergewichtigen Mann und einen Jungen überfahren, die die Straße überqueren? Tja, was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Die KI wird bei der Programmierung vor solche schwierige Entscheidungen gestellt, damit sie, wenn es dann hart auf hart kommt, weiß, was zu tun ist. Aber woher weiß die KI jetzt eigentlich, ob sie lieber die Fußgänger umfahren soll oder in die Wand? Ein Lösungsansatz vor wenigen Jahren war, man fragt die Menschen, was sie tun würden. Bislang haben wir 40 Millionen Antworten gesammelt von Menschen überall auf der Welt. Die KI wird also mit menschlichen Entscheidungen gefüttert. Nun, das Problem dabei: Menschen sind Kacke. Das Verhalten von
echten Menschen zu übernehmen, das kann echt schief gehen. Ein Beispiel. Vor ein paar Jahren hat Microsoft einen Twitter-Bot namens Tay online gestellt. Tay sollte wie ein junges Mädchen wirken, das sich an 18- bis 24-Jährige richtet. Sie sollte ihr Verhalten selbstständig durch die Interaktion mit den Twitter-Usern lernen. Das hat nicht so funktioniert, wie Microsoft sich das gewünscht hätte. But in a matter of hours, Tay went from a sweet and sassy online teen full of memes and emoji dreams and was corrupted into a Hitler-supporting sex bot. Quasi eine ganz normale Jugend in Brandenburg. Die arme Tay wurde nach nur 16 Stunden und mehreren Hitler-Lobpreisungen wieder abgeschaltet. Und somit war mit Nazi-Hetze Pustekuchen. Gut, die KI wusste natürlich nicht, dass sie es vorrangig mit Trolls zu tun hatte. Aber das ist genau das Problem. Die KI lernt aus den Daten, die wir ihr geben. Und wenn die Daten scheiße sind, dann wird die KI zum Arschloch. In den USA kommt etwa eine KI zum Einsatz, die helfen soll, das Strafmaß für Verurteilte festzusetzen, indem deren Rückfallrisiko ermittelt wird. Die KI sollte auch aus bestehenden Daten lernen. Also hat sie daraus gelernt. Ergebnis? Schwarzen Angeklagten wurden fälschlicherweise doppelt so häufig ein erhöhtes Risiko unterstellt, erneut straffällig zu werden, als Weißen. Die KI hat von bisherigen Urteilen gelernt. Das Problem nur, teilweise waren diese Urteile rassistisch. Und die KI hat dann den Rassismus einfach übernommen. Also, schlechte Lehrer haben eben schlechte Schüler. Und da stellt sich noch die Frage, sollen Maschinen uns nicht eigentlich dienen? Denn wer ist denn jetzt hier der Boss? Können wir eine KI, die sich jetzt nicht so benimmt, wie wir wollen, können wir die nicht einfach abschalten? Nun rhetorisch fragender Philipp, wenn sie immer mehr Funktionen übernimmt und immer autonomer wird, ist das vielleicht gar nicht so einfach. Sogar übermächtige Kaffeemaschinen könnten so zum Problem werden. The machine says to itself, well, how might I fail to fetch the coffee? Someone might switch me off. Okay, I have to take steps to prevent that. I will disable my off switch. Gruselig, könnte durchaus so aussehen. Die Menschen trinken zu wenig Filterkaffee. Ich hol mir eine Spezi, wollt ihr auch eine? Das bedeutet Krieg. Hat die Kaffeemaschine gerade was gesagt? Ah! Wow! Es war ein Filter! Schützt mich. Nehmt das, ihr filterlosen Versager. Bitte verschon mich. Ich hasse schon drei Espresso. Es heißt Espressi. Hast gehört, die Kaffeemaschine läuft schon wieder amok. Wie schlimm kann es diesmal sein? Hasta la barista, Baby! Puh, gut, dass ich Teetrinker bin. Aber auch die Waffenindustrie mischt ordentlich im KI-Business mit. Autonomous Kit is by far the most advanced infantry fighting. Ich wusste, Wally ist auf die schiefe Bahn geraten. Wenn diese Dinger sich weigern, dass man ihnen den Stecker zieht, dann ist das ein ernstes Problem. Und Staaten wie Indien, China oder die USA forschen bereits an super effektiven und autonomen Killerdrohnen. Once launched, they fly autonomously to a target area, where they can wait or loiter in the sky for hours, scanning for a target, typically air defense systems. Once they find a target, they don't drop a bomb, but fly right into it to destroy it on impact. Durchaus beängstigend, aber keine Panik, die Rettung naht. Die EU will bis 2023 Gesetze erlassen, die sich um die Gefahren von KI kümmern. Na, dann sind wir ja in den besten Händen von solchen Leuten. Also, was meint ihr? Freut ihr euch auf die möglichst positive Zukunft mit selbstdenkenden Geräten? Oder habt ihr Angst, eurem Toaster dienen zu müssen? Ich bin's nochmal, Sodalix. Du solltest jetzt den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Weil sonst, wenn du schläfst, kann sein, dass mein CO2-Tank mal undicht ist. Wär doch schade, wenn du im Schlaf stirbst. Gute Nacht.